Nach 7 Kindern wäre ich auch keusch. Irgendwann wird das ja auch zu viel. Lasst uns mal in der Zwischenzeit, während Maurice nicht da ist, so bei der galizischen Kultur gucken, ob wir bei den Traditionen was machen können. Wir könnten galizisch reformieren und könnten eine neue Tradition etablieren. Ja, das könnten wir machen. Wir haben mehr als genug dafür tatsächlich. Oh, wir könnten auf Burgenbauer gehen und das würde so gut passen, weil wir einfach super krass ausgebaute Burgen haben. Wir könnten auf Erbhierarchie gehen. Herrscher mit schlechten Ausbildungseigenschaften wie zügelloser Verschwender oder einfältiger Beschwichtiger wird misstraut. Das ist hart. Formbare Untertanen, Familiengeschäft. Grundwert für Fortschritt und Werteinfluss auf Ratsaufgaben wird für enge Verwandtschaft um 10% erhöht. Herrscherkaste, Bauernfraktion und Volksfraktion und andere Kulturen sind weniger häufig. Hochzeitszeremonien, Werte durch Ehepartnerratsaufgaben, Heiratsakzeptanz, kann keine Ehescheidungseigenschaften, Interaktionen verwenden. Ui, die Eigenschaften Ehebrecher und Unzüchtiger werden verachtet. Ui. Hügelbewohner, Isolationisten, kulturelle Vermischung, Landlösegeld, lustige Diplomaten, Materialismus. Rechtfertigend. Stadtstolz. Stadtbesitztümer gewähren mehr Steuern, Entwicklung und Aufgebote. Stadtbesitztümer haben einen deutlich niedrigen Kontrollzuwachs. Oder Städtebauer. Die zünfte Reihe von Gebäuden kann in der Epoche früher gebaut werden. Ja, wir haben die schon, die Zünfte. Wobei wir die dann weiter ausbauen könnten bei Städtebauern. Traditionsgläubig. Gastfreundschaft. Waldbewohner. Weidewohner. Oder Kriegskunst? So, Pia, wie lüstern ist dein Sohn jetzt geworden? Er ist lüstern. Okay, okay. Er ist lüstern geworden. Dankeschön, Dalkane, für die 44 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich bin, können wir weitermachen. Ich bin gerade am Kulturreformieren. Oh. Und ich bin gerade am Überlegen, in welche Richtung ich gehen möchte, tatsächlich, was die Vererbung angeht. Also das wirklich mit Abstand realistischste wäre, entweder auf Kunsthandwerker zu gehen. Ich glaube, das würde richtig gut passen. Musiktheoretiker würde auch richtig gut passen. Oder Bogenbauer, das würde auch richtig gut passen. Weil das ist wirklich, also das würde das wiedergeben, wie wir gelebt haben. Die Frage ist halt nur, was ist es eher? Würdet ihr eher sagen Kunsthandwerker, Musiktheoretiker? Ja, Musik ist eigentlich nicht so viel, wir haben nicht wirklich Hofmusikanten. Kunsthandwerker oder Burgenbauer? Ich bin eher Kunsthandwerker, der König der Mode. Ja, aber schau dir auch meine Burg an. Meine Burg ist weiter ausgebaut als Konstantinopel. Das war, das stimmt. Und das ist stimmt. Ja, es ist ja, also ja, er alleine, wenn ich noch zu einem komme, ja. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es ja auch darum geht, wie unsere Kultur sich etabliert hat. Wir spielen jetzt in der 5. Generation und über alle Generationen haben wir wie ihre Burgen gebaut. Ist wahrscheinlich wirklich Burgenbauer. Kunstburgen, ja. Fangen wir mit Burgenbauer an. Als neue Tradition. Wir haben ja noch, wir haben 7 Traditionen, die wir reinpacken können. Also wir haben mehr als genug Zeit, da noch mehr zu machen. Wie kriegt man die Sprache eigentlich von vulgär-iberisch weg zu iberisch? Das weiß ich auch nicht. Ich habe mich, wie gesagt, mit der Sprachenmechanik habe ich mich bislang noch kaum befasst. Mischen? Wie mischen? Ich müsste dann abzweigen. Ah, und dann würde aus vulgär-iberisch würde arabisch werden? Oder die Ästhetik könnte man dann auf Portugiesisch packen. Ach krass, da müsste ich mich auch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich habe da noch nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Ich
auch nicht, ja. Diese komischen Bauern, die nerven mich jetzt ein bisschen. Die eiern hier die ganze Zeit übers Meer rum. Na, es ist ja nicht so krass geworden. Das Kriegsbanner. Da brauchen wir ein bisschen mehr Inspiration, damit das was wird. So hänge ich das nicht auf. So, ich kann auch nach wie vor nicht ausbauen, ne? Nee. So. Samuel, oh, was ist denn das für ein krasser Stratege geworden? Den hätte man tatsächlich auch ohne Probleme in den Kriegerorden schicken können. Aber der hat leider keine Eigenschaft, oder? Mit der das gegangen wäre, oder? Doch, müsste eigentlich gegangen. Ich hätte länger warten müssen. Das hat mich nervös gemacht, deswegen habe ich es nicht gemacht, aber der wäre ein richtig krasser Stratege geworden. Schade, dass der Mönch geworden ist. Der wäre ein richtig starker Krieger gewesen. Ein richtig krasser Krieger. Zu dem Graf Rimeno, er hat mich ein aufgeblasenes Schwein genannt. Also. In den Kerker mit dir. Hallo, so. So. Die andere Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich jetzt mit all diesen Dingen fertig bin, mit allem, was ich hier so bauen kann, was mache ich dann mit meinem Geld? Ich habe auch wieder jemanden zu Tode gefoltert, weil er mich ein Schwein genannt hat. Wie man das halt so macht, ne? Ja. Ich kann die Burg nicht weiter ausbauen. Dafür fehlt mir Forschung. Ich habe alles auf Maximum ausgebaut, was geht in meiner Hauptstadt. Ich kann kein einziges Gebäude mehr ausbauen in meiner Hauptstadt. Geht gar nichts mehr. Ich kann das Geld rumwerfen. Ich habe 4000 Gold und ich habe gerade 8 Gebäude in Auftrag gegeben in meinen Nachbarsprovinzen. Ja, schlimm. Ich bin etwas neidisch auf diesen Reichtum, den du da hast. Ich brauche auch nicht mehr Armee. Ich habe 15.000 Mann. So ist es halt. Brauchst nichts im Leben. Du hast auch eine bequeme Position. Ich brauche nichts im Leben. Du hast alles, was du willst. Ja, zu viele Söhne habe ich. Das ist ja auch eher ein Überfluss als ein Mangel, den du da hast. Ist auch eher ein Überfluss als ein Mangel. Nehme ich jetzt das Emir-Dingsterbumster da unten auch noch ein? Bataljavs oder wie? Ja. Nein, warum nicht? Sollte das noch zu mir gehen oder wo sollte das hingehen? Das kann noch zu dir, ja. Okay. Auch nicht Teil von irgendeinem König, aber es ist streng genommen, ist es, glaube ich, nee, ist auch nicht Teil von Andalusien. Ich habe das Königreich Andalusien, das heißt, ich nehme noch Cordoba, also Cordoba, und das Bataljas kann dir gehören. Haben wir Spanien ja auch sehr schön symmetrisch aufgeteilt. So. Bitte bewegen Sie sich nach unten. Hm.
So, die andere Frage ist, ich kann leider auch keine Ritter gerade einladen, weil ich kann ein exotisches Festmahl geben. Weißt du, was ich machen kann? Ach, ich hab dich gerade erst wohin eingeladen? Jemand möchte Königin Ida töten. Das gefällt mir nicht. Egal, dass wir, glaube ich, in der Situation, in der wir jetzt sind, zwei Leute, die Spanien gleichmäßig unter sich aufteilen, keine von den Endentscheidungen machen können. Weil immer eine Bedingung ist, du kontrollierst entweder weniger als 50% oder kein anderer Herrscher kontrolliert mehr als 20%. Also wir können nicht mal auf Entspannung gehen, obwohl wir zwei gleichmäßig aufgeteilte Leute sind, die miteinander verbündet sind, weil das Spiel sagt, du darfst nicht 50% oder ich bin auch genau auf 50%, aber man darf nicht mehr haben oder gleich viel. Ich fände es mega witzig. Völlig absurd. Wir können das nie beenden dann dadurch. Obwohl es per Definition eigentlich halt entspannt ist. Ja, aber schau, die Sache ist ja, wenn du dir Franzien holst, kannst du ja von Spanien ablassen ein bisschen. Das stimmt. Ich habe ja auch schon England, ne? Also eigentlich... Ich habe ja auch schon England, ja, ups. Wie sieht's denn mit Franzien aus? Was kann ich denn hier machen? Sag mir Bescheid, bevor meine Tochter den Erben heiratet, bitte. Ich kann tatsächlich nicht viel machen. Das Einzige, was ich halt machen kann, ich kann da oben dieses eine, was auch echt mir ein Dorn im Auge ist, dieses eine komische Stück Franzien in England. Das ist halt nicht in Ordnung eigentlich. Aber ansonsten... Ich will nicht noch einen Königstitel. Ich meine, es kann auch sein, dass Franzien ein bisschen zerbricht, weil es halt zwei Erben hat. Warum ist dieses Gebäude die ganze Zeit deaktiviert? Ist nicht im Besitz von euch, ihr? Weiß das jemand, was das hier ist? Warum kann es ersetzen gegen was anderes? Das sollte ich vielleicht mal machen. Danach, wenn das hier durchgeht. Ah, du musst das Herzogtum halten. Herzogtum Toledo habe ich, glaube ich, das kann ich noch gründen. Glaube ich, ja. Jetzt muss ich mich um meine kleinen Vasallen hier kümmern, die sich weigern, Katholiken zu werden. Oh. Mhm. Viele Herzogtümer. Die habe ich sogar gar nicht. Das ging sogar noch. Ach. Ich kann leider kein Kaiser werden, Leute. Ich habe nur 39. Ich habe nur 39 Gebiete. Das wird kein Großreich werden. Nicht einfach vielleicht so. Musst du dir Franzien irgendwie schnappen? Ich will Franzien nicht. Aber dann könntest du Kaiserin werden. Ich hätte gern Hispanien. Aber dafür müsste ich noch viel mehr von dir einnehmen. Ja, das ist ein bisschen das Problem, genau. Wir haben Spanien so aufgeteilt, dass wir auf keine gute Endphase des Ganzen kommen. Nein. Nein. Aber war ja auch nie der Plan. Warum sollten die zwei schlimmsten Dynastien am Ende Spanien Frieden bringen? Auch das ist wahr.
Ich habe tatsächlich den Verdacht, meine Dynastie kommt jetzt am Ende relativ anständig raus, entgegen meiner Bemühungen trotzdem noch. Also der jetzt hat natürlich unglaublich viele Verbrechen begangen, aber danach kommt Sancho der Unbesiegbare, der ist zynisch gerecht und fleißig, das ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt, und sein Erbe, Sancho der Treue, ist gerade großzügig, treuherzig und tapfer. Also am Ende wird es, glaube ich, fast nochmal eine noble Dynastie werden. Was wird das, wenn es fertig ist? Wenn der Weg dahin halt, also die Leichen, über die Sanchos gegangen sind, um dahin zu kommen, spottet jeder Beschreibung. Aber ich meine, gut, wir wissen auch noch nicht, was jetzt noch passiert. Ne? Also die können auch noch anfangen, sich wieder gegenseitig umzubringen. Die beiden Zwillingssöhne da von dem einen Typen zum Beispiel. Das, Du machst jetzt nichts in Franzien, ne? Nee. Okay. Ja, ich wollte hier nur mal sicher gehen. Aber es gibt da nicht wirklich irgendwas, was ich rollenspielmäßig rechtfertigen könnte. Die haben mir ja nie was getan. Ich wollte hier nur einmal sicher gehen. Gott, ich muss jetzt Frieden in meine Reiche bringen. Was ist gemeint mit Frieden in deine Reiche bringen, Pia? Nur so aus Neugierde. Katholiken. Alles müssen Katholiken werden. Das stimmt eigentlich. Das muss ich auch ein bisschen drum kümmern. Ich glaube auch, ich habe noch recht viel Ketzerei bei mir im... Oh, Gott. Als mein Sohn Samuel zu mir kommt, begreife ich rasch, dass er etwas sehr Ernstes zu besprechen hat. Vater, mein Leben hier wird für immer im Schatten anderer gelebt werden. Ich möchte stattdessen den höchsten Mächten dienen und mich dem Orden mit Namen Johanniterorden anschließen. Ich habe mir dies reiflich überlegt und es ist mein ausdrücklicher Wunsch. Oh. Möge das Gute und Gerechte euch leiten, mein Sohn. Das ist der, wo ich gemeint habe, schade, dass er doch nicht in den Orden gegangen ist. Ja, geil. Und jetzt ist er einfach von sich aus dem Orden beigetreten. Heilige Scheiße. Und jetzt ist der Infant Samuel Flens von Mode als fucking Ordenskrieger. Ich bin so stolz. Ein Held. Dankeschön, Thibaut Jackson. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Da gab es keinen Erbkonflikt mehr. Ich hatte den ja schon zu einem Mönch gemacht. So. Das Gute, wir haben schon wieder ein Dynastievermächtnis zum Ausgeben. Also ich habe gar nicht so viele von denen. Die sind bei mir ja auch alle Kaiser. Ja, das stimmt, das stimmt. Das Ende naht. Ich werde binnen eines Jahres sterben. Oh no. Ich habe nicht rausgefunden, wer meinen Vater umgebracht hat. Aber danach ist das Leid zumindest vorbei, ne? Ja, aber ich habe sonst ja viel Gutes getan für die Welt. Also das Protektorat, das ich errichtete, macht die Welt ja besser. Ganz klar. Ist das so? Das ist so. Oh, ich habe noch eine Tochter bekommen gerade. Oh Gott, ich bin einfach... Ich hab 8 Kinder. Zum Teufel mit fucking Keusch. Das glauben die ja wohl selber nicht. Das glauben die ja wohl selber nicht.
Dem kann ich gerade nicht den Krieg erklären. So. Ich werde nochmal, kann ich nochmal ein Festmahl zum Katholisch. Abschied quasi halten? Ja. Katholisch. Katholisch. Das ist meins, das ist meins. Katholisch. Katholisch. Ah! Du bist noch nicht katholisch. Ich guck gerade nochmal meine Opferliste durch. Schlimm. Alles dabei. Von 13-jährigen Mädchen bis zu meiner eigenen Frau. Bis zu allem, was mich irgendwie enttäuscht hat. Herzogin Loba von Mallorca, 11 Jahre alt. Das war ein interessantes Leben. Oh, du bist, Wir sind out of sync. Du bist rausgeflogen. Aber du müsstest einfach wieder reinjoinen können. Jawohl, ich speichere nur einmal sicherheitshalber. Hast du Pause gedrückt? Hat automatisch. Ah, perfekt. Vielleicht hat er selbst seinen Vater ermordet und kann sich nicht erinnern. Es gab ja Gerüchte. Dann würde ich es ja, deswegen habe ich es gerade mal geguckt, dann würde ich ihn ja unter meinen Opfern hier sehen. Ich glaube wirklich, dass ich das nicht war. Es war sicher irgendeiner von den Benachbarten, irgendein kleiner muslimischer Graf oder sowas vielleicht, dem ich nicht auf die Schliche gekommen bin. Aber es ist trotzdem schade, ich hätte es gern gewusst. Oh. Aber immerhin, er hat jetzt wirklich ein gutes, erfolgreiches Leben geführt. Bestimmt war es Pia, wird gesagt. Das wäre natürlich ein Twist. Das Was hätte ich davon? Twist. Ja, eben, aber Amüsement vielleicht. Also ich habe niemanden getötet. Gar niemanden oder nur meinen Vater nicht? Ich habe gar niemanden getötet. Das ist ein Ich glaube, ich habe seit 2 oder 3 Generationen habe ich keinen erfolgreichen Mordkomplott mehr in irgendeiner Weise abgeschlossen. Und nur nicht mal versucht, einen zu machen. Das geht ja noch viel weiter. Ich habe 2 Königinnen hingerichtet. Eine war meine Enkelin, 13 Jahre alt, die andere meine eigene Frau. Und du vergisst noch die Engländerin, die du nicht hingerichtet dessen Leben du übernommen hast. Naja, also die hat jetzt, die ist jetzt hier Herzogin von Essex. Statt Königin von England. Der geht's ganz gut. Die ist meine persönliche Schwanenhüterin. Kriegt dafür kein Geld, witzigerweise, weil ich den Perk habe, dass für das Teammitglieder kein Geld bekommen für Posten. Aber du ja. Geier! Das Amt ist mit schwerwiegenden Pflichten verbunden, steht beim Schwanenhüter. Der Schwanenhüter ist für die Schwäne des Hofs zuständig. Er behält die Zahl der gefiederten Wunder im Auge, auf die sein Lehnsherr Anspruch erhebt und hegt und pflegt sie. Dieses Amt also wirklich ist mit Vögel. Pflichten verbunden. Ja. Die Vögelbeauftragte. Ein wichtiges Amt, Pia. Mach dich nicht lustig darüber. Ich habe nur nochmal nachgefragt, ob es inhaltlich das ist, was ich erwartet habe. Mhm. Vögelbeauftragte. Mhm. Mhm. Das hört sich sehr falsch an. Nein. Gar nicht. Mhm. Ich meine, die hat immer noch einen Anspruch auf das Königreich von England. Kann immer noch sein, dass die sich irgendwann nochmal erheben wird. Die hat interessante Mischung aus Ansprüchen. Die hat einen Anspruch auf England und auf Mallorca. Über verschiedene Linien. Oh, sie hat angefangen, sich selbst zu geißeln. Offenbar hat ihr trauriges Leben doch ein bisschen Spuren hinterlassen. Komisch.
Das tut mir ausgesprochen leid. Ganz, ganz komisch. Ich verstehe das gar nicht. So. Ich muss meinen Charakter noch auswählen. Jawohl. Und bin drin. Dann geht's ab. Hallöchen, der echte Pöstchen. Hallo, Golor. Ich finde das mega krass, dass du so ein Amt mit den Schwänen hast. Ich glaube, ich habe sowas nicht. Wann kriegst du das als Kaiser erst? Was kommt denn da noch Absurdes? Hofdichter, Hofgenie, 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 Hofhenker, persönlicher Streiter, Leibwächter, Leibwächter, Hofmusikant, Hofnarr, Mundschenk. Nö. Ich habe da nichts in dem Bezug. Ich würde gerne noch einen Kriegerorden gründen. Kann ich nur einen Kriegerorden gründen? Das weiß ich gar nicht. Das ist ja schade. Mein Sohn ist 16, ein meisterhafter Philosoph und hat jetzt schon 20 Punkte in Bildung. Mit 16. Ich bin extrem stolz. Guter Typ. Jetzt hier die Meinung runtergegangen, nachdem ich ihm ein Artefakt verschenkt habe. Gott, die ist einfach seit 10 Jahren schwer verletzt. Die Prinzessin von Franzien. Artefakte sind weniger wert als Geld, okay, und die stacken nicht. Warte, ich würde den Papst gerne noch um 10 Meinungen hochbekommen, damit ich noch die Blutlinie weihen kann. Ach krass, das kann man ja auch noch machen. Aber ich bin keine Glaubensikone. Ich schon, deswegen... Wie hast du das denn geschafft? Einfach durch meinen hohen Bildungswert. Ich bin ja nicht sehr... Ich habe einen Kriegerorden gegründet. Woher kriege ich denn diese ganze Frömmigkeit? Lass mal schauen. Ölibat bringt natürlich viel. Ja, das kann ich nicht. Dann bin ich ein Kreuzzüglerhaus, weil er einer meiner Begünstigten... Oh, das würde ich auch so gern noch erreichen. Schaffen wir noch einen Kreuzzug heute? Die heilige Stätte wurde ja erobert. Ja, also ich habe anscheinend einige Punkte angesammelt, obwohl ich gar nicht bewusst gläubig gelebt habe, die mir doch... Frech. Ich habe auch immer haufenweise Gold vom Papst erbeten und jetzt merke ich ein bisschen zu viel. Schade, ich werde nicht weit genug kommen. Ich werde jetzt gleich sterben, kurz davor. Wahrscheinlich. Das tut mir leid für dich. Ja. Sancho der Loyale ist ein ganz guter Krieger geworden. Ungeduldig, zornig, zufrieden. Kein so ganz so toller Typ. Und Sancho der Treue. Ein einfältiger Beschwichtiger. Ein Stern Diplomatie nur. Ah, ich bin gefallen.
Also Sancho, der Rächer Gottes vom Protektorat, ruht nun nach 78 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Oh, du bist gestorben. Er war als Gelehrter angesehen und verbrachte die meiste Zeit damit, seine Bibliothek zu studieren, die nur er selten verließ. Das stimmt natürlich eigentlich nicht. Also ich meine, der Typ war ja ein totales Monster. Der geht sicher nicht in die Geschichte ein dafür, dass er so gelehrt war. Der geht für den Leichenberg in die Geschichte ein, über den er gegangen ist. Kaiser Sancho der Unbesiegbare besteigt den Thron. Er hatte nie viel für die Predigten der Geistlichen übrig und viele befürchten, dass seine Herrschaft ein jähes Ende finden wird, wenn Gott ihn aus heiterem Himmel niederstreckt. Was? Warum? Was hat er getan? Warum ist er so schlimm? Ich habe was Schönes für dich. Okay. Passend zu der Hochzeit mit meiner Schwester. Jetzt bin ich gespannt. Beziehungsweise eher zur Machtübernahme. Okay. Ah, es kam noch nicht an, ne? Wir müssen von Pause weggehen. Nee. Genau. Die Romanze von Monte Rose. Oh, wie wundervoll. Und was für ein Buch das ist, ne? Also ich möchte an dieser Stelle... Ich will gar nicht wissen, was da genau drin steht eigentlich. Das sind Schmuddelgeschichten. Oh Gott, die Königin von England ist jetzt auch Trunkenbold und Flagellantin. Die Kleine, meinst du? Komm in meinen Rat, es ist doch... Das schlechte Gewissen. Aber der Charakter jetzt dürfte gar keins mehr haben eigentlich, oder? Der weiß es stimmt, ja nicht. Aber sie ist tatsächlich auch die kompetenteste Verwalterin, die ich habe. Weil die ist ein guter Charakter. Das ist ja das Schlimme an allem. Die wäre wirklich... Ich meine, der könnte auch ein schlechtes Gewissen haben. Doch, der hat sogar noch Schlimmeres. Weißt du warum? Warum? Weil er mit ihr verheiratet war, als sie 2 Jahre alt war. Und über den habe ich ja den Anspruch dann... 17. Oh, okay. Und über ihn hab ich ja dann den Anspruch auf England bekommen. Oh Gott. Und dann wurde die Ehe aufgelöst. Ich habe jetzt deine Schwester da geheiratet, stattdessen. Und mein Vater hat sich England mit Blut gesichert. Und ich habe ja dann noch die am Hofe gesehen, wie sie von meinem Vater noch unterrichtet wurde. Also ich glaube, der hat auch ein sehr schlechtes Gewissen. Über was diese ganze Geschichte angeht. Er hat ein ganzes Trauma durchlebt, weil er dazu missbraucht wurde. Einer Zweijährigen, was da weiß ich, was alles zu nehmen. Er hat auch schon voll auf Verführer geskillt anscheinend. Aha. Vielleicht. Ah, meine Tante hat Liebesbläschen bekommen. Vielleicht will er es jetzt noch auf andere Weise bei der ehemaligen englischen Königin wieder gut machen. Verführer, der er ist. Ich glaube, das will er. Weißt du noch, wie wir damals verheiratet waren, als ich 17 war und du 2? Können wir alles noch haben? Alter, das ist richtig widerlich. Bitte nicht. Alter, das kann nicht sein. Was denn? Das kann nicht sein. Ich will die gerade verführen. Sie ist bereits in euch verliebt. Sie ist bereits euer Seelengefährte. Oh nein. Oh Gott, diese arme Frau. Was hast du getan? Das war der Typ, das war mein Sohn in meinem... Der zynische, gerechte, fleißige Verführer, der ist. Oh mein Gott. Warum? Ich weiß auch ein Geheimnis von ihr, was? Ja, die Affäre, die sie mit mir hat. Sancho der Treue, bist du wirklich der Sohn meiner Ehefrau? Was soll ich dazu sagen, Maurice? Du bist halt doch einfach ein, ne, du spielst einfach schon wieder dich selbst hier. Das
kann nicht sein. Wie kann denn die KI, warum, also, dass der sich ausgerechnet die auswählt? Das ist das Schlimmste, was, oh Gott. Du hast heute haushoch gewonnen. Das ist... Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt so stolz drauf wäre. Das ist so schrecklich. Oh. Das ist eine tolle Partie, die Königinmutter von Schweden, für meinen Erben. Was machst du da schon wieder? Was? Hast du dich an die Königinmutter von Schweden rangeschmissen? Ja, für meinen Sohn. Guck mal, was für eine tolle Frau das ist. Die ist, Die ist schon 29. Aber eine Amazone. Sehr lang hat er das Trauerding ja nicht angehalten. Steht schon da. Das ist aber eine tolle Sache. Naja, also, was heißt da Trauer? Also, für meinen Typen aus seiner Sicht ist doch alles geil. Offenbar hat er schon längst dieser Frau alles wettgemacht. Und ist doch alles super. Ja, mein Augenstern. Ich hab sogar zwei Affären. Das andere ist mit einer 57-jährigen Bürgermeisterin. Alter. Ja, du magst ältere Frauen offensichtlich. Nee, die andere ist ja viel jünger als ja, ich. Ja, aber du hast für deinen Sohn auch eine ältere Frau rausgesucht. Ja. Die, im Zuge dessen ist die Partnerin von meinem Sohn einfach die Prinzessin Helvis von Franzien, ist irgendwie seit 10 Jahren schwer verwundet. Die wird auch nicht mehr gesund. Die Arme. Es ist alles so schlimm. Wollte das alles nicht, Pia. Auf alten Schiffen lernt man segeln. Oh, Leute, ey. Das Spiel weiß schon auswendig, wie Maurice spielt und macht's von selber. Nein! Nein! Ich weigere mich dagegen. Das ist so schlimm. Das kann nicht sein. Warum hat sich denn der KI-Charakter... Warum? Weißt du, was bei sowas immer richtig gut hilft? Erstmal zusammen jagen gehen. Oh ja. Das beruhigt die Sinne. Ja. Das funktioniert immer. Ich würde so gern mit Alba interagieren, aber ich komme nicht ran. Ist zu weit weg. Dankeschön, Wenkinger, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So. Also wir sollten Spanien jetzt wirklich nochmal hier Dings bekommen, ne? Also. Das stimmt. Noch einheitlich. Du müsstest, glaube ich, noch was einnehmen auch, oder? Ja, ich hatte vorher mit ihm noch Waffenstillstand. Ah, I see. Ach, ist der Dude von Franzien gestorben? Ja. Ich habe noch gar nicht drauf geschaut. Trank sich zu Tode.
Jetzt ist. Cousin, also ist mein Cousin. Nee, mein Cousin hat's gesammelt. Also Alderik, guter Mann. Und meine Tochter ist Kaiserin mit 17. Kann man schon mal machen. Ja. Ja, kann man schon mal machen. Was soll ich dazu sagen? Also, es ist ja gut gelaufen. Aber wie jetzt passt es übrigens noch deutlich. Also, du hast meinem Typen zum Antritt der Herrschaft Schmuddelgeschichten geschenkt. Ja. Das müssen wir noch mal, glaube ich, so festhalten, ne? Weil... Stimmt. Stimmt, da war ja was. Ja. Ups. Das hatte ich ganz verdrängt. Hallo, Raidora. Aber ich freue mich total. Also ich habe es tatsächlich geschafft. Meine Dynastie wird gleich namhaft. So, jetzt fehlt mir nur noch das eine Eckchen, Attiledondon oder wie das heißt. Und that's it, ne? Weil der Rest steht mir nicht mehr zu. Der Rest ist dann deine Geschichte. Das stimmt. So. Wir haben ja jetzt wirklich tatsächlich inzwischen, also früher haben sich halt dann immer sofort irgendwie 8 Muslime miteinander verbündet. Inzwischen gibt es einfach keine mehr, die da noch zur Rettung kommen können. Haben sie gerade auch. Wir haben gerade gegen 12.000 Mann gekämpft. Was, echt? Wo kommen die denn noch her? Ja, also wir hatten gerade schon noch ein ordentliches Dingsterbums daher. Ja, wie die Kakerlaken. Ja, die bleiben immer irgendwo. Wenn du einen Stein zu viel umdrehst, hast du 12.000 feindliche Herrscher in Spanien sitzen. So, das ist schon heftig. Namhaft. Ich hätte halt gern jetzt mehr Domänen, aber ich kann immer noch nicht mehr Domänen. Dafür müsste ich erst, was müsste ich dafür lernen? Ich gar nicht. Irgendwas muss ich dafür lernen. Das habe ich alles schon. Dankeschön, Fenrir Sulfur, für die 19 Monate und den Tier 2 Sub. Vielen lieben Dank. Willkommen bei den Eumeln. Ah, Zünfte. Die Zünfte müsste ich dann noch lernen dafür. Ich nicht mehr. So. Geil, Lösegeld. Ach, das waren 50%. Machen die trotzdem platt, weil unsere Truppen so elitär sind. Ich habe schon wieder 5000 Gold. Dankeschön, Nöllentobir, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So viel Gold habe ich nicht. Ich habe nicht ganz so konsequent ausgebaut wie du, glaube ich. Ich bin einfach nur ausgerastet, was das angeht. Ich habe einfach... Ich kann auch gar nicht... Also ich bin mittlerweile... Ich baue Gebäude neu an in meine Hauptdomänen, weil es einfach... Ich habe nicht genügend Sachen. Welch schlimmes Problem, Pia. Ja, es ist... Vor allem das Problem wird ja dadurch immer schlimmer. Ach, guck mal, da habe ich noch was ich ausbauen kann. Das ist ganz schlimm, wenn man so reich ist, dass überall, wo man sein Geld hinsteckt, führt es nur dazu, dass man... Ja, du bist jetzt wirklich willkommen in der modernen Dekadenz, ne? Gleichzeitig wahrscheinlich mokierst du dich immer über die Gratis-Mentalität der Bauern, die irgendwie mal einen Erlass beim Zehnt haben wollen. Dann, ich weiß gar nicht, Hallo, du bist die FDP. Der Markt regelt das. Ich bin nicht die FDP. Du
Nee, du bist eigentlich mehr als ich jetzt das. Ich kann mein Geld noch immerhin einigermaßen sinnvoll anlegen. Ich meine, ich metzel die Bauern auch. Ich auch. Ich baue Städte und Burgen. Und noch mehr Burgen und noch mehr Städte. Ich habe mehr Burgen, als ich Söhne habe. Das ist so schwierig. So. Ich habe noch nur Platz 2 in der Hofpracht. Das ist ein bisschen deprimierend. Und das letzte große Ding, das ich da noch hatte die ganze Zeit, war ja an dieser Stelle wirklich, dass ich hier diese letzten Sachen einnehme. Jetzt habe ich auch keinen Grund mehr, Krieg zu führen. Ergo, ich werde meine Armee auch nicht mehr brauchen. Also noch mehr Geld. So. Ich verführe jetzt die Frau meines, also die schwedische Königinmutter, die Frau meines Sohnes. Ach du Scheiße. Die liest nämlich anzügliche Lektüre bei Hofe. Und warum sollten wir uns auf das Lesen beschränken? Hörbar, eine gute Frage. Warum sollten wir das tun? Aber ich krieg Anspannung dafür, weil ich gerecht bin. Ein Aufzug ins Freudenhaus könnte mir Erleichterung verschaffen. Also um die Anspannung davon, dass ich die Frau meines Sohnes verführe, um die loszuwerden, gehe ich ins Bordell. Hammer. Immerhin konsequent. Ja. So, und jetzt arbeiten wir hier daran, dass hier alles gut funktioniert. So. Warum ist der so stark? Dieser komische Cordoba-Typ mit seinen 5000 Mann. Ach, der hat viele Söldner, okay. So, der Oberbürgermeister ist jetzt da drüben. Von dem bekomme ich Geld. Von dem bekomme ich Geld. Für den bekomme ich Geld. Da kann ich die Bande ändern. Das will ich aber eigentlich alles gar nicht gerade. Für den bekomme ich Geld. Kriege ich nochmal Geld? Ich hätte gerne nochmal Geld. Für den bekomme ich auch nochmal Geld. Großartig. So. Geil. So, dann muss hier überall erstmal dieses Gebiet ein bisschen beruhigt werden an der Stelle. Und dann schauen wir mal, was kann ich denn machen? Hügelspezialisten anwerben. Kriege ich noch ein paar gute Krieger. Das passt ganz gut. Ein Artefakt in Auftrag geben. Ich möchte immer noch eine gute Rüstung haben. Dann mache ich eine Pilgerreise. Gesundheit! Eine Pilgerreise. Wohin? Nach Jerusalem. Das ist schön teuer. 1050, perfekt. Ein bisschen Geld loswerden. Ritter einladen, das kostet auch Geld. Noch einen neuen Arzt suchen. Einfach so. Gut. Oh, ein neuer Kreuzzug. Ja, ja, ein Kreuzzug. In Syrien diesmal.
Kann ich hier irgendwie eine Affäre von mir begünstigen? Nee, leider nicht. Hier, meine beste Freundin und Schwester, die soll die begünstigen. Ich kann jetzt endlich Sachen, ich kann jetzt endlich gute Sachen hier begünstigen. Ich kann meinen Sohn begünstigen, den Ordensdude. Dann könnte ich meine Tante begünstigen. Ich könnte meinen Bruder begünstigen. Bruder und bester Freund von euch. Ja. Wie viele Sanchos Verschleiß hatte Maurice heute schon? Heute gar nicht viel. Der letzte Sancho ist nämlich sehr, sehr alt geworden. Weil er sich der Bildung verschrieben hat und dann wirst du immer sehr gesund. Ich habe gerade 2000 Gold an den Kreuzzug gespendet. Oh. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich muss mein Geld loswerden. Wer war der denn noch? Der Kreuzzug hat jetzt eine Gratis-Mentalität. Der kriegt von dir Sachen geschenkt. Ja. Ist ja absurd. So. 9 Gold-Ticket nach Jerusalem, schreibt dir jemand. Ich könnte jetzt auch mein Haus weihen lassen, aber ich habe Angst, dass wenn ich das mache, der Titel der Vater Spaniens weggeht. Mm. Weil dann bekomme ich ja diesen anderen Titel, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kommt dann nicht dieses geweihte Dingsterbumster? Kann sein, ja. Hast du das schon gemacht? Nee, noch nicht. Ich hab's vorher gerade nicht geschafft. Weil der Papst mich gerade nicht ganz genug mochte. Hat da gerade jemand vor mir geweiht? Und deswegen konnte ich es nicht mehr machen? Ja, Malik Levente, der Gesalbte. Wow, ich hatte es offen. Der irgendwie aus meiner Dynastie noch irgendwie so semi kommt. Aber nee, eigentlich nicht. Ja, das ist mega scheiße. Ich hatte das gerade offen und das ist einfach... Kann das nur einer machen, oder wie? Es kann nur einer machen und ich hatte es literally gerade offen und dann hat sich's einfach geschlossen, weil es ein anderer vor mir gemacht hat. Das wusste ich gar nicht. Dann ist ja noch blöd, dass ich das vorher verpasst habe. Ah. Ja. Reist. Dieser komische Jerusalem-Herrscher ist das. Ich kann mit Herzogin Umayyad, 16 Jahre alt, könnte ich jetzt theoretisch gesehen durch die Federn springen. Warum sollte ich das wollen? Mein Typ könnte dir wahrscheinlich beantworten, warum du das wollen solltest. Nee, wir wollen das nicht. Und was mache ich jetzt mit meinem Tugendhaft und 3359 Punkten der Frömmigkeit? Weiß ich nicht. Erstmal ein exotisches Festmahl geben. Gegen den Frust. Irgendwas hatte ich noch freigeschalten. Vorhin. Parallel. Wisst ihr noch, was das war? Irgendwas gab es noch gegen mich, was ich freigeschalten habe. Ich weiß, Verstädterung. Gemeinden erreichen bei dem maximalen Malus bestehende Entwicklung nun bei 55 Entwicklung. Ich kann halt noch weiter ausrasten jetzt. Mal bauen. Also ich hab die jetzt voll verführt. Die Königinmutter von Schweden und die... Und dann ist sie danach gestorben! Ist sie gerade gestorben? Sie ist literally direkt gestorben, nachdem ich mit ihr ins Gebüsch gesprungen bin. Sie wollte wirklich nicht.
Die war ja auch mein Erzzeugwart. Die wollte wirklich nicht. Die hatte voll Bock. Offensichtlich voll nicht. Voll am Start. Offensichtlich überhaupt nicht. Die fand mich richtig toll. Ihr habt unterschiedliche Einstellungen zum Thema toll. Das ist überhaupt nicht wahr. Ja, mein Sohn, das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich, wir werden dir eine neue Gattin finden. Eine bessere, die mehr aushält. Mein Sohn und Erbe. Ich schmunzle ein bisschen. Wir brauchen aber nur ein offensichtlich, bisschen. Offensichtlich eine, die den Amazonen-Trade hat. Die da. Was, die hast du gerade einfach dir den Heiratsmarkt angeschaut und hast bei irgendeiner die da gerufen? Ja, das ist, also bitte, König von Königreich von Norwegen Bündnis, Amazonen-Eigenschaft. Okay, Königin Fatima von Sizilien sieht auch ziemlich badass aus. Die ist da gerade in Kriegsgewand unterwegs. Fühllos, feige, maßvoll, immerhin kerngesund. Nee, ich glaube, also mein Typ, er stand ja offensichtlich auf blonde nordische Frauen, deswegen stand nach der Königin Mutter von Schweden jetzt die Prinzessin von Norwegen. Das passt schon. Das ist gut und recht. Oh. Oh. Meine ganzen Söhne sind jetzt richtig krass. Mein zweiter Sohn ist auch ein krasser Stratege geworden. Brillanter Stratege. 19 Kriegsführung. Nicht schlecht. Ja. Meine Söhne sind da gar nicht so schlecht gerade. Vielleicht für den Kreuzzug deine Armee noch mal ausbauen. Ich habe 15.000 Mann. Wir fahren mit 132.000 gegen 77.000. Wir Alter. Sind fast doppelt so stark. Ich muss gar nichts mehr ausbauen, glaube ich. Ich glaube, das ist so okay. Wohin geht's denn überhaupt? Nach Syrien. Oh. Ach, mein Spielererbe war eingesperrt. Okay, es geht ab. Ich bin gespannt und bereit. Oh Gott, ich glaube, mein Sohn kämpft mit in der Schlacht. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da. Auf denn! Oh, ich kann meinen... Ha! Ha! Ach krass, der Dude, bei dem ich zum Feiern eingeladen war, ist einfach während dem Feiern verstorben. An Altersschwäche. Das ist schlimm.
Ich kann meinen zweitältesten Sohn tatsächlich einfach, also der kämpft allgemein mit in der Schlacht, aber ich könnte ihn fast schon zum Anführer machen. Mit seinen Ausbildungsdingern. Geil. So, also wo ist jetzt nochmal... Komm, überall, ne, sind die hier... Oh mein Gott. Schade, dass wir schon losgezogen sind. Ach, schade, dass wir schon losgezogen sind. Ich habe jetzt eine ganz neue Liga. Inwiefern? Oh, warte mal. Ich habe hier was. Wer hat hier was gemacht? Mein Neffe, Herzog Ponka, hat jemand meine üble Sache bezichtigt. Mein Sohn und Erbe soll eine außereheliche Affäre haben. Das kann ich nicht gutheißen. Mit einer 54-Jährigen. Das ist eine schwierige Geschichte. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Oh, das ist eine sehr schwierige Geschichte. Jetzt schon. Der ist erst 20. Ja, da kann man schon früh anfangen. Ja. Aber wieso stört dich die Affäre? Ich finde voll okay, wieso? Du hast gesagt, du kannst das nicht gutheißen. Ja, nee, einfach weil Affären ja nicht okay sind, grundlegend. Das würde ich ja nie tun. Moralisch gesehen, meine ich, weißt du? Ich bin verwirrt. Ja. Nee, ich habe jetzt zum Schutz vor mir selbst, also... Ich werde jetzt mich im Kreuzzug verlieren, um nicht mehr derlei Gedanken zu haben. Ich könnte meinen Sohn jetzt deswegen tatsächlich sogar enterben. Aber das wäre absurd. Das würde ich nicht wegen so einer Kleinigkeit machen. Ich liebe meine Söhne mit all ihren Fehlern. So sind sie manchmal, ne? Ja. Der Mann der ehemaligen englischen Königin ist jetzt im Gefängnis. Vielleicht wird er sterben und dann wird sie Trost bei mir suchen. Hast du die immer noch nicht aufgegeben? Nee, das ist ja immer noch, das ist ja meine Seelengefährtin. Das ist ja die Liebe meines Lebens, ist das ja. Die ist ja nicht nur eine Affäre, sondern tatsächlich sind wir tief ineinander verliebt. Bist du nicht mit meiner Schwester verheiratet? Der Charakter hat sich schon in Abwesenheit entschieden, dass wir Seelengefährten sind. Hast du nicht sechs Kinder mit meiner Schwester? Ich weiß nicht, mit wem die sind, ehrlich gesagt. Natürlich weißt du, mit wem die sind. Sie ist ja die schwanger geworden ist. Wissen wir das? Ja, solange du nicht schwanger werden kannst, wissen wir auf jeden Fall, dass sie geboren hat. Ja, ist eher die Frage, von wem sind die Kinder der englischen Königin, der ehemaligen, ne? Das ist eine andere Geschichte, aber meine Frage war ja auch, du hast mit meiner Schwester sechs Kinder. Das stimmt, nicht wie das viele stimmt. Kinder ja, hast du ja, insgesamt? Nee, die hab ich wohl. Die habe ich wohl und die schätze ich auch sehr. Ich habe ja vielleicht jetzt gerade mal irgendwie die Frau von einem dieser Söhne zu Tode verführt, möglicherweise. Aber prinzipiell mag ich meine Söhne. Zu Tode verführt. So wie man das halt eben mal eben macht, ne? Sachen zu Tode verführen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein bisschen falsch abgebogen bin beim Einnehmen. Wir wollen ja da oben das einnehmen und ich bin da unten. Ja, Details. Wie viel Entwicklung? Versorgungsschwelle 4700. Na super. Na super. Und ich laufe da mit 14.000 Leuten rum. Na super. Wir machen die jetzt alle platt. Damaskus gehört gleich uns, dann geht's weiter hoch. Du bist auch falsch, ne?
Ja, was heißt falsch? Wo Feinde sind, ist man richtig im Kreuzzug. Wo es Heiden zu schlachten gibt, ist man grundlegend nicht falsch. Ach, du bist da hinten. Na gut. Ich führe meinen Krieg irgendwo woanders. Die Hauptstädte zu erobern und die holen wir uns jetzt. Na gut. Wir sind beide im Kreuzzug ein bisschen falsch abgebogen, aber das ist ja nicht schlimm. Die KI ist auch massig hier. Also ich sehe mich hier richtig. Die ja, KI ich habe keine KI hier tatsächlich. Ich kämpfe hier allein ja, dann mit der Wüste. Bist du falsch und ich richtig. Nee, ich bin nicht falsch. Ich kämpfe ja hier auch. Ich nehme ja auch Dinge ein. Ja, okay. Ja, solange es Heiden gibt, die man schlachten kann, ja. Klar. Ich bin das, was nicht so weit weg ist, genommen. Ich dachte mir schon, das muss eigentlich da drüben sein, wo du bist. Aber wo genau ist es denn? Ach, das ganze Gebiet sollte eingenommen werden. Ja, ich weiß, dass Syrte nicht Syrien ist. Das ist mir schon bewusst. Ich weiß, dass Syrien da hinten ist. Ich bin da hingegangen, weil das Ding da schön brennt. Weil das eine der Hauptstädte der Verbündeten ist. Und da kann man immer gute Geiseln nehmen. Also ich bin deswegen abgebogen. Ich weiß, dass Syrien hier hinten ist. Mir ging es nur um die brennende Stadt. You see? Hier sind überall Hauptstädte. Und da kriegt man Geiseln. Und Geiseln bedeuten Geld. Hm? Das brauchst du ja dringend noch. Ja, und ich wollte halt nicht alleine nach Syrien. Ich war halt die Erste, die losgefahren ist. Ich wollte nicht alleine in Syrien landen, gegen echt 80.000 Mann, weil ja, die KI noch nicht da ist und dann wipen. Also habe ich gedacht, ich schaue einfach mal, wo andere Hauptstädte sind und lasst euch das machen. Es kann übrigens sein, Pia, dass wir sogar noch in die Kompromissphase kommen, wo du das Ringen dann beenden kannst. Ich werde nicht dein Untertan werden. Nee, das ist dann die Status Quo-Phase. Weil du hast weniger als 50%. Ich habe 52, dann müsstest du 48% haben. Und vielleicht kannst du sogar Entspannung machen. Dann musst du aber in der Aussöhnungsphase sein, da sind wir jetzt noch nicht. Und was soll ich damit dann machen? Da kriegt man eine ziemlich fette Boni. Ach. Kriegt einen eigenen Titel, wenn du das Ringen beendest. Dynastiebekanntschaft und so. Das klingt doch schön. Und es kann sein, dass du das machen kannst gleich. Alter, was ist das denn für ein krasser Typ? 35 Kampfkraft. Geil. Nein, die Königin von England, sie ist gestorben im Alter von 34. An was? Am Flagellentum oder? Mein Bett ist nicht leer. Diese Präsenz fühlt sich so greifbar an wie euer an den meinen gekuschelter Körper. Ja, wahrscheinlich, weil du mit meiner Schwester kuschelst. Diese Präsenz nicht ihr, Uraka, sondern nur die Summe des Verlangens und der Pein, die ihr hinterlassen habt. Am Tage können meine Pflichten mich ablenken. Aber hier, wo die Erinnerungen so lebendig sind, gibt es keinen drinnen. Wird dieser Schmerz je vergehen? Wie starb sie denn? Im Kindbett? Dann bin ich sogar vielleicht schuld. Ich werde überwältigt von Anspannung. Weh, weh mir. Du bist Stress oder was? Kannst du haben. Was machst du bitte mit deinen Affären, wird gefragt. Ich weiß es auch nicht so ganz. Die sterben ja echt alle weg gerade, ne? Es ist allmählich ein bisschen, ja, bedenklich tatsächlich. Offenbar bin ich sehr viril und potent. Und das ist ein Problem. Das Problem, sehr potent zu sein, wer kennt das nicht? Ja, erstmal ab ins Freudenhaus kommen.
und noch eine Runde her mit euch, ihr Mädchen. Leute, ich hab... Oh Gott. Ich habe keinen... nicht die Möglichkeit, in besetzten Gebieten hier die Leute aufzuteilen, damit ich meine Armee sich wieder beruhigt. Ich habe hier eine... wobei hier Versorgungsschwelle von 8.000 hier funktioniert. Das drüben hatte eine Versorgungsschwelle von 4.000. Das kannst du halt vergessen, bei 14.000 Mann. Wie soll ich das aufteilen? Und auch hier geht's eigentlich nicht, weil ich nur dieses eine Gebiet einnehmen kann. Ich kann nichts aufteilen. Das ist alles ganz schlimm hier. Der Kreuzzug läuft ja total gut. Also wir machen die ja total platt. Mhm. Ich habe gerade meine Armee aufgestockt. Ich habe gerade mir eine Armee eingezogen, um sie jetzt aufzustocken, weil ich tatsächlich etwas Neues habe. Und zwar? Armbrustschützen. Ah, schön. Die machen 47 Schaden. Bogenkämpfer haben 29 zum Vergleich. Ja, ich habe Langbogenschützen aus England bekommen. Die sind auch bei 46. Das ist ein krasses Upgrade. Yep. Das macht richtig viel. Ich komme gleich nochmal rübergefahren. Ich habe unterwegs zwei Sachen angenommen und komme gleich mit einer frischen Armee nochmal zu euch rein, um zu helfen. Das sind keine drei. Ah, ich hätte es auf die drei aufteilen können, meinst du? Ja, aber ich wollte ja auch meine Bogenschützendinger machen. Das passt schon. Das ist nicht schlimm, dass ich es da drüben hingepackt habe. Kommen sie von hinten gut aufgefüllt. Oh, da ist noch so eine 30.000er Armee, da müssen wir uns ein bisschen vorsehen jetzt tatsächlich. Die geht da hoch in diese Schlacht gleich rein. Da sollten wir uns beteiligen. Da geht es nämlich gleich ab. Würde ich vermuten, oder? Rennen die jetzt alle voneinander weg? Ja, tun sie tatsächlich. Okay, dann nicht. Holen wir uns diese Stadt und diese. Ja, die Armeen verhungern alle, Leute. Das kannst du im Kreuzzug recht schwer vermeiden. Weil hier wuselt auch so viel KI rum, dass die mir auch in den Versorgungsschwellen... Jetzt bin ich, glaube ich, wieder innerhalb der Versorgungsschwelle. Nee, noch nicht ganz. Das ist wieder schwächer. Ist aber auch nicht so schlimm. Die sind ja nur um... gehen die Punkte gerade ein bisschen runter. Jetzt haben die sich hier auch erwischen lassen. Wir erobern einfach derweil mal weiter Städte. Das wird dann schon. Die hier gewinnen sie dafür, hier verlieren sie... Ich komme mit 13.000 frischen Mann. Sehr gut. Möglicherweise müssen wir vielleicht nochmal die Armee ein bisschen schlauer positionieren. Ich hatte tatsächlich gedacht, wir sind schon kurz vorm Sieg. Jetzt kommen die hier wieder an. Das ist etwas nervig. Ich dachte, wir hätten das schon. Und jetzt eiert die KI hier noch ein bisschen rum. Müssen mal irgendwo hin, wo wir Gebiete haben und die Versorgungsschwelle niedrig ist. Und uns wieder aufteilen. Also auffüllen. Cool ist, die KI verliert ja genauso ihre Leute an Zermürbung. Die hat es ja genauso wenig drauf. Ich komme nicht drüber hinweg, davon auszugehen, dass Prinzessin Helves von Franzien eine Affäre hat.
Also mein Sohn und Erbe hat jetzt zwei angebliche Töchter bekommen, zwei Enkelinnen. Und beide haben das Riesengehen. Aber niemand in meiner Familie hat das Riesengehen. Okay. Aber andererseits ist die Jüngere auch wunderschön und intelligent. Und das kommt eindeutig nach meinem Sohn. Also liegt natürlich, das Riesengehen natürlich vielleicht auch am Inzest? Kann sein, ja. Nicht Fröschen, Leute. Ich komme mit 13.000 Frischen. Mann, nicht mit Fröschen. So, die können sich jetzt mal ein bisschen aufheilen, während wir die Stadt uns hier noch holen. Was? Warum Anspannung? Ach, wenn man. Eine Affäre von mir ist gestorben. Das klingt nicht so gut. Ja, ist sich. Muss ich wieder ins Bordell, um mich davon zu erholen. Aber ein Riese ist doch keine schlechte Eigenschaft. Vielleicht ein bisschen unhandlich, aber doch nicht schlecht. Okay, aufpassen, die KI hat sich ziemlich ausspielen lassen. Wir verlieren das tatsächlich noch potenziell. Was genommen. Verdammt, jetzt haben die tatsächlich deutlich mehr Armee als wir an allen Fronten. Sollten uns vielleicht sogar nochmal zurückziehen. Ich bin hier. Wo seid ihr denn jetzt? Ja krass, ich weiß nicht, die KI-Armeen haben sich alle wipen lassen anscheinend. Das habe ich auch nicht so im Überblick behalten. Jetzt steht's gerade, okay, wir haben eigentlich immer noch mehr, aber keine Ahnung, wo die KI-Leute alle sind. Wieso bin ich schon wieder fettleibig geworden? Hör mir auf damit. Ich konnte mich jetzt gar nicht versorgungsmäßig regenerieren. Ich weiß auch nicht, warum. Nur die haben ein bisschen was sich genommen. Aber pass auf, das könnten wir auch kriegen, die ganzen, die da jetzt kommen. Ja, wenn du mich nicht allein lässt damit, dann lass es uns probieren. Ja, auf geht's. Das wird jetzt spannend. Aber ich kann auch den da abfangen. Guck mal, den, der gerade frisch verschifft wurde. Der 3800er. Ja, wenn ich den rechtzeitig kriege, dann haben wir da 3800, fast 4000 Mann weg. Der geht aber gerade wieder aufs Wasser. Ja, ja, aber den kriege ich. Den kriege ich. Hoffe ich. Oh, ich hoffe, ich kriege den. Gut, ich komme irgendwie in diese Schlacht gar nicht mehr rein. Oh, wie, der ist weggekommen. Jetzt haben wir hier noch. Okay, der haut mir echt ab. Dann komme ich zu dir direkt rein. Da oben kommt halt richtig viel. Und wir haben hier nichts, wo wir uns regenerieren können. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben nämlich da unten. Wir können nach Jerusalem gehen. Das ist ja mit uns, glaube ich, da können wir vielleicht uns aufheilen. Nur das müsste ja mit uns verbündet sein jetzt gerade. Dann lasst uns runtergehen. Das ist vielleicht ganz gut. Dann stelle ich mich da mal rein. Der eine Dude da geht mir auf den Sack. Ja, geh du mal von links rum und ich gehe rechts rum. Ich hatte rechts schon angeklickt. Achso, du möchtest den so einfangen. Genau. Oh Gott, nein, jetzt läuft der. Aber da kommen noch mal 6000 Mann gerade. Oh, sehr gut, da oben links. Perfekt. Der ist so schnell, ich krieg den nicht, der ist wie ein Wiesel. Ja, ich auch nicht. Ich muss mich heilen gehen. Jetzt mal, ja, ich auch, ich muss irgendwo hin, wo man regenerieren kann. Wie ist denn hier in der Rüstung? Oh, wir haben ich habe jetzt Burgenbauer dazu bekommen.
Als Tradition. Ich gehe jetzt mal hier. Geil. Nach Jerusalem zurück. Spielt ihr Fangen? Ja, der Typ ist unfassbar schnell. Ich weiß auch nicht. Ja, der ist total schnell abgehauen. Aber blöd, wie sich die KI so richtig da oben... Ich bin da eigentlich mal vorher mit rein, weil ich dachte, da kommt jetzt die große Entscheidungsschlacht und wir entscheiden, dass jetzt noch die KI einfach ihre Truppen irgendwie komplett verschwendet. Richtig absurd. War schade. Läufst du weiter rein oder bleibst du hier am Rand? Ah ja, wir können tatsächlich, genau, ich gehe ein bisschen runter. Okay, dann bleibe ich mal hier stehen und guck mal, was haben wir hier? Ich habe jetzt keine Zeit, wartet mal. Versorgungsschwelle 8000. Das heißt, wir... Mann! Lasst mich hier bitte ein bisschen aufbauen wieder. Ich habe jetzt meine Armee in 4 geteilt. Die können sich jetzt hier alle mal regenerieren. Aber wir verlieren den Kreuzzug tatsächlich gerade. Wir sind bei -70%. Ja, weil die sich alle einzeln aufreiben lassen. Bis wir uns hochgeheilt haben. Müsste das nicht gerade hier schon hochgehen? Eigentlich ja. Tut's bei mir auch. Warum geht's bei mir noch nicht hoch? Versorgungsschwelle 8073, Versorgungsschwelle 7300. Aber ich habe kein Anzeichen dafür, dass es hochgeht gerade. Alter, jetzt kommen meine Vasallen. Bin ich und blöd? Rebellieren. Geht das hoch oder ihr geht das runter? Ihr schäbigen unchristlichen Halunken. Jerusalem scheint kein Verbündeter zu sein. Sollte, ah, das ist kein Verbündeter von mir. Aber jetzt in dem Krieg sollte, nee, aber, ist er nicht. Ja, ich, eigentlich schon, ne? Der ist ja sogar katholisch. Ja, aber ist trotzdem ist nicht Teil, ist kein Teil im Dingsterbumster. Ja, Scheiße. Okay, stimmt, nee. Tatsächlich, nee, es ist bei mir auch, aber warum bin ich überhaupt auf die Seite? Weil es ja dein Verwandter ist oder so. Nee, ich kriege. Jetzt geht auch nicht weiter hoch, weil es irgendwie. Ist das hier verbündet? Die, das daneben ist verbündet. Hier dieses Balog. Nee, kann aber gar nicht. Das ist gegnerisch. Komisch. Sehe ich auch gerade ehrlich gesagt nicht. Also eigentlich müsste doch ein christlicher Jerusalemer. Müsste doch. Damit uns verbündet sein. Ich nehme Damaskus ein, das löst das Problem auch. Ja. Ich meine, ich muss jetzt eh zurück, tatsächlich. Wer ist denn verbündet dann? Ist überhaupt irgendwer hier mit uns verbündet? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich ewig zurücksegeln, um diese aufrührerischen Vasallen hier in den Griff zu kriegen. Alter, das wird ziemlich hart. What? Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Aquitanien hat mir auch den Krieg erklärt. Ja, ich werde jetzt sterben. Ich bin zu nah rangegangen. Ich habe die ganze Armee von ihnen gefunden. Ich habe ihre ganze Armee gefunden, Maurice. Das ist ungünstig. Ja, ich weiß jetzt, wo sie sind. Ups. Jetzt wartet mal. Gut. Jetzt werden Töchter verschachert für Bündnisse. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ey. Eine gute Aufklärungsarbeit. Ich hab den Kreuzzug gerade für uns verloren. Es tut mir leid. Das war vielleicht ein zu ehrgeiziges Unterfangen. Ja. Weißt du, wie viel Geld ich da rein investiert habe? Du hast doch so viel Geld.
Weißt du, wie viel Geld ich da rein investiert habe? Viel. 2000 oder so war es? Ja. 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 Schwierige Geschichte. So, wo landen wir jetzt dann am besten? Irgendwo hier unten und wir regenerieren uns ein bisschen, während die hier einnehmen. Wir holen unsere Verbündeten. Ja, krass, ich dachte, ich habe auch selber gar nicht so toll gespielt, aber ich dachte so irgendwie, dieser Kreuzzug ist ja so easy money quasi, da walzen wir jetzt durch, weil wir eigentlich so überlegen waren. Und da habe ich auch selber jetzt nicht so aufs Schlaueste gespielt, gebe ich auch zu, aber ich dachte, es muss so gar nicht jetzt jeder Move so 100% bedacht sein. Und dann hat die KI natürlich mal wieder jeden guten Kampf vermieden, wie sie es ja im Kreuzzug gerne macht. Und plötzlich war da niemand mehr da. Jetzt haben wir hier wirklich sehr viele Rebellen am Hals, die wir einen nach dem anderen uns holen müssen. Kreuzzüge waren noch nie eine gute Idee. Doch. Was ist das denn jetzt für eine Armee? Warum Kreuzzüge sind eine großartige Idee. Sie sind nur manchmal nicht optimal umgesetzt. Das hast du schön gesagt. Ja. Ich habe ja gar nichts mehr. Mein ganzer Hof ist basically dead. Die sind alle an Altersschwäche in letzter Zeit gestorben. Schön. Brauche ich wieder Gewichtsverlust? Bin ich wieder übergewichtig? Ja, ich bin schon wieder fettleibig. Teilt euch hier mal ein bisschen auf. Geh mal jagen. Das geht gar nicht, dass ich von Mode hier. Das geht ja gar nicht. Ach, guck mal, die wollen wir. 16 Jahre alt und schon ein angesehener Arzt. Das ist gut. Wie hat sie denn das angestellt? Kriegt noch Kinder bei mir auf dem Hof. Kriegst du noch einen Hofposten? Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das mit 16 so schon geht. Aber ist cool. Sie ist bestimmt mit dem Teufel im Bande. Leute, nicht jeder ist mit dem Teufel im Bande. So. Und dann können wir. Oh, jetzt habe ich da so einen Bauernaufstand. Wo ist der Bauernaufstand? Ich habe gerade auch so viele Kriege am Hals. 3 Stück. Der hat nicht mal genug Bauern, um meine Hauptstadt anzugreifen. Der hat nicht mal die Hälfte von dem, was er braucht. Sag mir dann, wo du ankommst, dann hebe ich meine Armee aus. Erstmal kümmere ich mich jetzt darum, hier noch eine Kultur hinzuzufügen. Ich bin schon wieder da, aber ich muss tatsächlich erstmal meine Armee wieder hochheilen, weil die gerade noch gar nicht stark genug ist. Nee, ich meinte meinen Bauern. Ah ja. Wann, der soll mir quasi Bescheid sagen. Gut, das dauert irgendwie noch ewig. Ich könnte Konkubinen erlauben. Ungeachtet der Religion könnte ich Konkubinen erlauben. Es kann sein, dass sie mich hier gefangen nehmen. Leute, ich merke das. Ihr müsst nicht denken, dass ich komplett dumm bin. Wieder die schlauen Leute im Chat. Zählt mal die Armeen.
Also ich kann jetzt hier meine Truppen reinjieten. Wenn ihr denkt, das wäre eine schlaue Idee, dann fühlt euch dabei wenigstens nicht auch noch so mega smart. Kann sein, dass sie mich jetzt gefangen nehmen und den Krieg beenden, aber das kann ich nicht verhindern. Das war jetzt der Kreuzzug leider. Wir werden es gleich sehen, was passiert. Ach, das muss ich auch in meinem Thronsaal ausstellen. Jetzt kommt auch noch ein Auflösungsforderung. Die alle auf einmal. Das ist ja also. Jetzt wartet mal. Brauchst du Hilfe? Nö, das wird hier alles schon. Diese schäbigen Halunken. So, will ich Konkubinen haben? Was wollt ihr, Sackgesichter? Kunsthandwerker wär's halt, ne? Aber ich hab auch noch. Oh, ich kann erst 1267 neue Tradition einführen. Ja, es dauert immer eine ganze Weile. Ich glaube 75 Jahre oder so. Ja, das ist lang. Schade. Schade, die haben wir nicht gekriegt. Das wäre schön gewesen. Müssen wir uns hier weiter ein bisschen aufteilen. Ich bekomme 1119 Gold vom Papst, wenn ich um Gold frage. In welcher Logik macht das Sinn? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist viel zu viel Geld. Will ich Konkubinen haben? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, also passt das zu meiner Dynastie, meine ich. Wie viel Gold machst du? Gerade minus 20, weil ich ja mit allen ausgehobenen Leuten im Krieg bin und der Bürgerkrieg die Staatskasse aufzehrt. Das ist gerade wirklich ungünstig. Bleibt doch alle mal hier. Ich will euch doch nur aufteilen, dass wir hier... Gut, die Armee ist jetzt gleich wieder voll. So viel Zeugs hier. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich hätte noch gerne Caligari mit der Bergbausiedlung. Wir haben wirklich einfach viel mehr als ich. Korsika. Das sind 20.000, weil allmählich bin ich auch wieder an dem Punkt. Kann ich irgendwen von den Säcken umbringen? Wie wär's damit? Nee. Bringt mir noch Anspannung, oh Gott. So, jetzt kommen sie hier mit ihren 14.000. Aber weil ich gerecht bin, will ich niemanden umbringen. Ich finde, einen Aufständigen umzubringen, ist gerecht. So, der muss als erster rein in die Schlacht. Ist auch noch aufgeflogen. Ist ja immer schlimmer hier. Ich habe das Gefühl... Ich sollte aufhören, meine Familie mit Franzien zu verloben. Das war ein bisschen zu viel Inzest. Alter, mein Sohn ist Bischof geworden. Hattest du das schon mal? Nee. Dass der nicht nur Mönch ist, sondern Bischof wurde? Nee, das ist mir neu. Ja, mein Sohn hat's geschafft. Einer von denen, der ist Bischof von Portugal mit 16. So, kommen wir da jetzt rein, Leute. Bitte kommen wir da noch rein. Ist das cool? Vor allem.
wir schaffen das nicht, glaube ich. Das war ein bisschen zu langsam alles. Oder? Wenn der noch reinkommt? Doch, könnte gehen. Wird knapp. Wir haben einen guten Befehlshaber und die einen kompletten Versager. So, haben wir ein anderes gutes Königshaus? Ab und an der Papst muss diesen Krieg jetzt finanzieren. Nicht B-Schaf, nicht B, also, oh, Leute. Ah, ich werde hier verarscht. Ja, der Chat macht sich dreist lustig. Ich hab's auch ein bisschen verdient, ne? Ich hab's auch ein bisschen verdient. So. Jetzt wollen wir mal die Armeen so ein bisschen wieder kleiner machen. Und gehen halt in Länder, wo das gerade geht. Es ist gerade noch zu groß. So, aber jetzt haben wir hier ein paar Leute platt gemacht. Das ist ganz gut. Ich bin immer noch ESO, ja. Diese Armee. Meine Tante wurde gefangen genommen. Wird ein guter Abfang hier. Ja, geil. Genau richtig. So, meine ganzen Töchter hier in alle Richtungen und Enkelinnen in alle Richtungen verlobt, die irgendwie so gehen. Das war sehr, sehr schön. Jetzt die vielleicht. Jetzt haben wir den hier schon mal gewonnen. Versuchen wir den hier so zu kriegen über zwei Fronten. Perfekt. So, jetzt aber wird das. Jetzt wird das. Ja, hier kommt wieder noch viel, aber das müssten wir eigentlich hinkriegen. Sei denn, das hier dauert zu lange, aber dabei machen wir die da oben platt. Ne, die kommen hier nicht mehr rein, glaube ich. Geil. Dann holen wir den da hier, da oben weg. Wer ist denn Herzog Per Amat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den kompletten Überblick über diese ganzen Rebellen und so hier verloren. Ist das ein guter Kerl? Ich glaube, es gibt keine guten Kerle mehr. Der ist bei dir im Reich. Alt. Der wird schon ein guter Kerl sein. In meinem Reich gibt's nicht mehr viele gute Kerle. Das sind alles Verbrecher hier. Ach, der hat auch Krieg gegen dich. Ach, das ist der Angreifer gegen dich. Ups. Nicht ihm anschließen. Nee, ich schließe ihn nicht an. Den habe ich gerade sogar versucht umzubringen. Also es kann kein guter Kerl sein. Das ist der Rebellenanführer. Oh, jetzt muss ich dieses Verlöbnis wieder brechen. Oh ja, du töte ihn bitte, bevor meine Enkelin alt genug wird. Ich habe die Übersicht über meine ganzen Kinder verloren. Ich weiß auch nicht mehr, wo wie was ist. Ist alles schwierig. Baut ihr eine Mauer zwischen Mode und Protektoriat? Nö. Aber eine Mauer Richtung Sitchmiat da unten wäre vielleicht gar nicht so blöd. Das war nicht gut hier. Wird dem auch. Oh. Hast du Zeit für einen Krieg? Gerade habe ich überhaupt keine Zeit. Ich habe drei Kriege. Na gut. Dann muss ich hier alleine einen Krieg gewinnen. Ja, das kannst du gerne tun. Das jetzt hier noch? Warum? Nee, da, nicht. Noch rein. Da, 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 da,
Da-da-da-da. Ich musste hier so ein bisschen mitsummen, um diese absolut epische Musik. Aber ich glaube, das klingt bei dir ganz furchtbar, weil ihr habt die Musik nicht, ne? Und ihr hört nur meine Töne, die ich nicht treffe. Ja. Sehr schön. Fand ich sehr, sehr gelungen. Ups. Ich führe jetzt nochmal einen Religionskrieg. Nachdem unser Kreuzzug gescheitert ist und mein Ego damit nicht klarkommt, habe ich spontan entschieden, nochmal einen Religionskrieg zu starten, weil mein Ego den Verlust nicht annimmt. Verstehe ich auch. Gut, ich glaube, ich kriege jetzt hier langsam mal ein bisschen Fortschritt gegen diese ganzen Rebellen. Ich habe nicht wirklich einen Überblick gerade, welche Schlacht mir bei welchem dieser drei Kriege was bringt. Das ist so mein Problem gerade. Dass ich gar nicht weiß, wo ich angreifen muss, um... Ich verstehe das. Die richtigen Kriege voranzubringen. Oh, und hier helfen meine Verbündeten nicht, weil sie in dem nicht sind. Ja, das meinte ich. Ich habe den Überblick nicht mehr wirklich. Krass, die stehen einfach daneben, weil das nicht ihr Krieg ist. Ah, ist das blöd. Ich habe dich gefragt, ob du Hilfe brauchst, ne? Also, das steht immer noch, das Angebot. Das wäre tatsächlich allmählich nicht verkehrt. Weil das hier wirklich zunehmend zur Katastrophe wird. Welcher Krieg ist denn das hier? Kurtuba. Das ist der Auflösungskrieg. Dann würde ich dich mal um Hilfe bitten im Auflösungskrieg. Und ich rufe dich einmal in alle drei, dann kannst du in alle drei. Oh, bitte nicht. Oh Gott. Nein, ja, gut. Wir fangen mit dem Auflösungskrieg an. Ich habe keinen Überblick, welcher Krieg wo ist. Ich habe halt parallel selber jetzt einen Krieg auch ausgerufen, weil du gesagt hast, du brauchst mich nicht. Ich komme auf jeden Fall. Ich muss nur schauen, dass ich meinen Krieg nicht komplett gegen die Wand fahre. Aber ich ruf bei mir noch mehr Verbündete. Komm, kommt auch mal alle mal in den hier in auf Krieg rein. Und kommen wir dann. Nom. Kannst gerne erstmal runterschlucken. So eilig ist der Krieg auch wieder nicht. Wir nehmen da unten zwei, drei Grafschaften ein und kommen dann hoch. Jawohl. Ich habe meine Verbündeten noch runtergeschickt. Die schaffen den Krieg auch ohne mich. So, ich habe jetzt hier die anderen von mir auch noch in alle Kriege geholt. Prestige habe ich ja. Dann müssten die auch hier überall helfen können. Ich habe ja hier starke Verbündete, die müssen nur mal mitmachen. Das ist immer, finde ich, wenn du mehrere Kriege hast, richtig schlimm, weil, finde ich, das Spiel ist, also du siehst zwar diese Wappen, aber du kannst halt nicht wirklich auseinanderhalten, wer ist denn jetzt hier gerade in welchem Krieg? Das sind die Bauern, das sind die Angreifer, das sind die Vasallen und die Verbündeten helfen nur konkret gegen ganz bestimmte. Das finde ich immer mega schwierig in dem Spiel. Ja, das stimmt. Jetzt zumindest eine recht wichtige Hauptstadt, glaube ich, von den Angreifern. Die probiere ich mir mal zu nehmen. Gibt es noch mehr Verbündete, die wir uns verheiraten können? Nee, nicht wirklich. Das ist die richtige Frage. Starke. Meine Freundin Estania ist eines natürlichen Todes gestorben. Mein Charakter findet das nicht so schön. Inzwischen haben wir auch nicht mehr ausreichend gute Belagerer, um so eine Stadt einigermaßen schnell zu erobern. Die KI hat schon auch Verluste eingesteckt, so ist ja zum Glück nicht.
haben, und unsere Kultur ist ein bisschen hinten dran, was Belagerer angeht. Ja, mir fehlen die Neuen auch. Aber Saragossa ist auch eine der besten Städte. Ich kann nur einen Krieger orten. Okay, das stimmt. So, KI, jetzt mach doch mal ein bisschen was hier. Hau doch die da vielleicht mal weg. Das wäre doch geil. Da würdest du uns allen einen Gefallen tun mit. Ich habe hier gleich meinen Krieg gewonnen. Und ich arbeite mich im Krieg gerade schon nach oben Richtung dir. Sehr gut. Na, jetzt macht die KI auch mal endlich ein bisschen was Gutes. Du machst selbst mit voll ausgehobenen Armen Armeen noch Gewinn. Ja. So reich bin ich leider nicht. Die Sanchos sind nicht ganz so wohlhabend. Ich mach wirklich richtig, richtig viel Geld. Vor allem, ich mach plus 6 mit voll ausgenommenen Armeen. Ich habe 17.000 Mann draußen. Oh, das war jetzt gut. Jetzt haben wir hier ein paar Leute gefangen genommen. Oh. Es ist vor allem ein Sancho, der da mit rebelliert, Pia. Graf Sancho, der Unerwünschte. Ah. Die Verlobte von meinem Sohn hat ihn betrogen. Frauen, Pia, ich sag's dir. Ich hab sie gerade eingesperrt dafür. Ja, Dankeschön, okay. Grants. Vielen lieben Dank für den Raid und Hallöchen an alle. Einen wunderschönen. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, ihr hattet einen super Stream. So, welcher Sancho ist jetzt der, der bei dir Dinge Sancho, macht? Sancho, der Unerwünschte, hat rebelliert, aber ich habe ihn schon gefangen genommen. Ah, verdammt, die gewinnen das hier noch. Diese KI ist so unfähig. Ah, nein, bitte nicht, komm, lass uns noch einen hier erwischen wenigstens. Ich muss da jetzt rüber helfen gehen, die schaffen es nicht, das fertig einzunehmen. Das ist doch jetzt vielleicht mal was, was wir hier gewinnen. Okay, leider richtig schlechte Befehlshaber bei uns. Ich muss mal ganz kurz hier was klären. Ja, ach, gut. Ich muss eh kurz aufs Klo, dann bin ich gleich alles wieder da. Alles klar. Mein Sohn hat auch eine Affäre. Na, das hatte ich ja ganz vergessen. Oh, na, super. So. Ehescheidung ersuchen. Geht nicht mit den ganzen Affären, die da geführt werden. Das geht gar nicht. Was habt ihr gemacht bei Grants? Boah, will ich den überhaupt noch als meinen Erben haben, wenn der sich so benimmt? Mit den ganzen, mit diesen ganzen anderen Dingen, die er da getan hat? Schon hart, ne? Also, Ehebrecher, seine Frau auch. Ist schon hart. Das ist schon eine bessere Ehe, die da drüben geführt wird. Wir haben Veska auf dem PDB bei DBD angetestet. Veska ist ein neuer Dingsterbumsti. Ein neuer Killer, sozusagen. So, da bin ich wieder. Bibi. Dankeschön, Clappy, für den verschenkten Sub. Dankeschön, Dankeschön. Bibi. Wir dürften diese Schlacht zumindest auch gewinnen. Gut, ich kann wieder starten, wenn du möchtest. Jawohl. Ich muss mich jetzt um diese Ehesituation von meinem Enkel kümmern. Ich muss mal hier ganz kurz Pause drücken, es tut mir leid. Ich muss dem ganz kurz eine neue Frau raussuchen. Und ich habe Angst, dass der eigenständig selber heiratet, bis ich ihm eine rausgesucht habe.
Die bietet sich gut an. Jawohl. Okay, geht wieder. Jawohl. Na, ich hab meinen Sohn quasi scheiden lassen von Prinzessin Helvis von Franzien, weil das überhaupt nicht geht. Ach, du bist nicht mehr mit Franzien liiert. Doch, jetzt? Doch, ich bin über andere Arten noch mit Franzien liiert. Ah ja. Aber die hat meinen Sohn betrogen. Das geht halt nicht. Das verstehe ich. Nee, das kann man nicht durchgehen lassen. Können wir diesen Krieg jetzt bitte endlich hier gewinnen? Damit ich dir oben helfen gehen kann. So, gibt es inzwischen noch mal andere Leute, die ich mir einheiraten. Meine Tochter ist ja auch Kaiserin von Franzien, damit passt das auf jeden Fall. Es reicht jetzt echt langsam mit dem Krieg hier unten. Jetzt habe ich noch das Heilige Römische Reich mit reingerufen. Alter. Kaiser Gottfried, komm. Ich habe so viele schöne Töchter, die wir hier... Und auch noch einen Sohn, der ja auch vielleicht noch... Nee, für Söhne gibt es gerade keine Bündnisse zu holen, tatsächlich. Gut, aber das ist doch was. Alter, das funktioniert einfach hier nicht mit den Versorgungsschwellen, weil die einfach so schlecht ausgebaut sind. Das ist katastrophal. Ich muss die in so viele Einzelteile zerreißen, die Armee, damit sich meine Armee mal kurz erholt. Ja, das ist immer ganz schlimm. Ich würde gerne zumindest jetzt einen Krieg mal irgendwie, also den hier vielleicht, gewinnen. Ich habe ja hier schon eine Hauptstadt erobert. Ah, das gehört auch zu denen wieder. Hoffentlich kommt das Heilige Römische Reich einigermaßen bald. Oh ja, da kommt er mit 18.000 Mann. Ja, geil. Das ist doch genau, was wir gerade wollen. Oh. Bitte gewinnt diesen Krieg, damit ich dir oben helfen gehen kann. Hä? Eine eigene Hauptstadt. Ich habe dem eine andere Frau ausgesucht. Warum ist er jetzt mit der verheiratet? Was? Mein Sohn hat einfach eigenständig eine andere Frau geheiratet, als ich ihm ausgesucht habe. Wie kann er es wagen, Pia? Damit was einen eigenen Willen zu haben in der Liebe, für Liebe zu heiraten, statt für Staatsräson. Ich habe ihn enterbt. Ja. Ganz kurz, ich muss hier... Achso, ich brauchte eigentlich nicht Pause drücken dafür. Geil. Dieser Erzschuft. Ja, das geht nicht. Der kann nicht einfach selber eine andere Frau heiraten. Kann er vergessen. Das Herz will, was das Herz will, wird bei dir im Chat geschrieben.
Ja, da kann er sich gerne was drauf einbilden. Eisherzog statt Kaiser. Selber schuld. Wenn das ist, was sein Herz will, dann hat er es auch nicht anders verdient. Das stimmt wohl. Dann wird wohl ein anderer Kaiser werden, dessen Herz das Reich im Hauptfokus sieht und nicht irgendeine Liebschaft zu irgendeiner unbedeutenden Dirne. Oh, wir haben diesen Krieg jetzt hier gleich. Geil. Haben wir zumindest einmal gewonnen. Gott, ich hab da unten endlich eingenommen. Komm, jetzt holen wir uns die hier noch. Verbündete bitte mit. Das war dann jetzt auch genug Aufwand. Einen Krieg jetzt gleich. Ach du Scheiße. Das ist schon mal ein guter Fortschritt. Hauptstadt zu befreien war genau richtig. Was ist bei dir dabei? Guck, sie fliehen hier nach oben und sehen, was da ihnen entgegenkommt. Ah, ihr Narren, ihr werdet in den Fleischwolf geworfen, sag ich euch. Das habt ihr euch jetzt so ausgesucht. Blut! Ja! Ein Krieg schon mal weniger hier. Perfekt. Perfekt. Jetzt können wir uns um die nächsten Rebellen kümmern. Die hier. War jetzt so eigentlich nicht geplant. Was ist passiert? Ich bin ein bisschen unkontrolliert gewachsen. Oh! What? Wie ist das denn passiert? Ich habe ja gesagt, ich habe noch einen Krieg gehabt, um den ich mich kümmern musste. Aber ich bin jetzt da und hab Zeit. Für deinen Krieg. Ich komme. Ah, ich dachte, du würdest irgendeinen existenziellen Krieg führen. Dessen ging es um gnadenlose Selbstbereicherung. Du hast halb England. Nee, Entschuldigung, ganz England. Ja. Ja. Ich bin jetzt auch noch verschwenderisch wegen den ganzen Nervenzusammenbrüchen hier. So, Leute, also jetzt muss hier wirklich mal ein Rebelle nach dem anderen muss jetzt hier vernichtet werden. Auflösungskrieg, ey, ihr könnt mich mal. Ich glaube, ich sollte hier so ein paar Herzogtitel schaffen, damit ich dann Herzogtitel vergeben kann. Immer noch Mode heißt, ist natürlich, macht es alles noch mal großartiger. Ja. Ich kann den Titel leider nicht übernehmen, gerade noch. Weil der Dude da noch einen Krieg führt. Mach mein Chat sich lustig. Ich wollte das Reich im Süden ja nicht haben, weil du keine Begründung dafür hast. Die hatte ich auch nicht. Die haben nie meinen Zorn erweckt, deswegen konnte ich es mir nicht holen. Das ist, wie es ist. Komm, Papst, Geld. So. Habe ich gute Ritter, denen ich Sachen geben kann. Du siehst aus wie ein guter Ritter, katholisch und italienisch. Nimm eine gute fränkische Frau und genieße ein paar Titel, die ich dir hier vergebe, weil ich diese Titel alle nicht nehmen kann, weil ich viel zu viele Titel habe. Wundervoll. Damit wurdest du gerade zu einem Herzog. Auflösungskrieg ist vorbei. Es war nicht möglich, ihn fortzusetzen. Warum?
Naja gut, dann sind wir jetzt erstmal. Kann ich mal Armeen auflösen und Truppen regenerieren. Du hast da noch einen Krieg laufen. Ich habe einen Krieg noch, genau. Aber ich versuche mal, mich ein bisschen zu regenerieren, weil der ist eh in England. Nee, du hast da Armeen mitten in deinem Reich. Ja, das sind Verbündete. Die 7000 Mann. Warte, oh Gott, nicht, dass ich die jetzt aufreibe. Die sind schwarz bei mir. Die sind, glaube ich, das sind, die sind, glaube ich, nicht in meinen Krieg involviert. Ich habe jetzt noch, oder sind sie das? Das ist Königreich Aquitanien. Ist die das? Ich hoffe nicht, weil jetzt ist die Armee weg. Ja, das ist ja, ich meine, sie können schon weg sein. Flupp. Ich kann kein Großreich gründen. Ich habe immer noch zu wenig Gebiete, um ein Großreich zu gründen. Moment, ist es das Königreich Wales? Ach, jetzt check ich's allmählich. Das Königreich Wales hilft den Aquitaniern gegen mich. Mit denen bin ich verbündet. Okay. Ja, die Aquitanier, mit denen bist du potenziell auch verbündet, weil die in Franzien sind. Ich glaube, da haben sie jetzt Glück, dass wir das Finale dieser Runde gerade machen. Weil sonst würden sie die Rache der Sanchos schon noch zu spüren bekommen müssen. Aber jetzt geht's nach Aquitanien rüber. Also das geht ja jetzt wirklich nicht. Wieder ein bisschen unsere Armee aufgefrischt. Muntere 13.000 immerhin. Dann werdet ihr jetzt schon sehen, was ihr davon habt, ihr aquitanischen Säcke, ey. Ihr habt irgendwelche Sachen in England besetzt und deswegen haben sie Kriegspunkte gewonnen. Alter, wie viele Gebiete muss ich denn noch vergeben? Boah. Habe ich noch jemanden in meinem Königreich, in meiner Familie, der noch keine Titel hat? Mein Neffe. Da. Gratulation. Es könnte sein, dass du jetzt das Ringen beenden kannst. Wenn du mal drauf gehst und auf Endentscheidungen ansehen klickst, geh die mal durch. Die zweite oder die dritte kann, also die zweite könnte sein, dass du jetzt kannst. Ja, gib mir nur eine ganz kurze Sekunde. Jawohl. Ich bin so überfordert, weil ich so viele Gebiete eingenommen habe auf einmal. Und ich mach so viel miese, weil ich so viel drüber bin mit meinen Gebieten. Ah. Ich habe minus 50 gemacht bis gerade eben. Alter, krass. Weil ich einfach so viele Gebiete habe, die ich hatte halt irgendwie 32 Gebiete auf einmal, 32 Grafschaften. Das war eine sehr wilde Geschichte auf jeden Fall gerade. Gott sei Dank. So. Jetzt habe ich hier erstmal das alles weg. Ich habe da eine. Da kämpft immer noch was, ne? Ja, ich bin nicht ganz sicher, was das alles ist. Ist das noch deins? Ich fahre da jetzt drüber. Ich mähe das jetzt weg. Sehr gut. So. Lösegeld. 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 Was ist
noch nicht alles. Lösegeld. Lösegeld. Ich will jetzt in Aquitanien hier richtig Blutvergießen machen. Da gibt's weg, einfach weg damit. So, dann einmal hier wegschlachten. Oh, und dann schauen. Kompromiss, Entscheidungen ansehen. Ich kann gar nichts erfüllen. Was fehlt dir für die mittlere? Kein anderer Herrscher, der unabhängig oder am Ringen beteiligt ist, kontrolliert mehr als 50% der Region. Ja, das bin ich mit 52. Ja, du bist okay. Das Einzige, was ich nicht erfülle. Dann kann man tatsächlich, wenn man sich das zu zweit aufteilt, das nie beenden, glaube ich. Ja. Gehen wir auf die dritte, weil da fehlt nur die Phase, glaube ich, oder ginge das auch nicht? Ist da auch noch so eine Bedingung dabei? Das müsste eine andere Phase. Ihr haltet Phase und kontrolliert sein. Vollständig ein beliebiges Diyarie-Königreich von Hispanien. Und ich dachte, das hast du schon. Nee, weil du da in der Mitte drin. Doch, tue ich eigentlich. Ne, du hast doch Galizien, dachte ich. Doch, habe ich, aber trotzdem ist es nicht an. Ach, aber ich glaube, das Problem ist eher, dass die derzeitige Ringenphase ist eine Aussöhnungsphase. Genau, aber wenn das nicht wäre, könntest du das machen, oder wie? Weiß ich nicht, es ist das andere fehlt auch aus irgendeinem Grund. Ich glaube, du hast ein paar Grafschaften bei dir, die Jury, eingegliedert, die aber zu Hispanien dazugehören würden. Das kann sein, ja. Weil du ja einfach... Gut, dann wird es wohl nie eine Aussöhnung geben. Schade. Zwischen den beiden schlimmsten Dynastien der Welt. Also ich habe einfach für mich entschieden, ich möchte, dass Spanien katholisch bleibt. Und deswegen habe ich vorsichtshalber das zweite Spanien da in Afrika auch noch eingenommen. Um das zweite Spanien da in Afrika. Das sieht aus, wenn man es spiegelt, einfach wie ein Ebenbild von Spanien. Oder ich brauche eine Brille. Wahrscheinlich braucht mein Herrscher eine Brille. Aber... Ich habe mich da jetzt in irgendeinen Krieg wieder eingemischt, bei dem ich gar nicht so genau weiß, was das für ein Krieg ist. Gott. Warte mal, was habe ich gerade gemacht? Ich habe denen gerade irgendein Geld angeboten oder sowas. Glaube ich. Nee, ich habe denen Unabhängigkeit geschenkt. Ich hab zu schnell gedrückt. Hast du gewebert? Ich hab gewebert. Alter, den allen? Ja. Hast du gewebert, Pia? Ich hab sowas gewebert. Ich hab 30.000 Kriege offen. Oh, das fühle ich so sehr. Ich hab 30.000. Oh, und ich hab vor allem irgendwelche Krieger da offen, die nicht mal von mir sind, die ich gerade kämpfe. Und ich wollte denen einfach nur den Krieg erklären gerade. Oh nein. Oh, das. Oh nein, alles weg. Ist ja nicht alles weg, aber ja, ein bisschen. Aber was. 80%. Das ist frustrierend. Das Frustrierendste daran ist, dass ich die ganzen Titel gerade vergeben hatte und diese Mühe mir einfach umsonst gemacht habe. Scheiße. Das Lustige ist einfach, ich könnte, wenn ich das nicht schon mal gemacht hätte, einfach nochmal einen Religionskrieg ums Königreich starten. Ja, aber, ja, ne, geht nicht. Es geht nur nicht normal, aber es ist echt nicht schlimm. Ganz ehrlich, ist es auch einfach viel zu groß. Aber ich fühle den Schmerz. Ich fühle den Schmerz. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich einen Schmerz. Ich habe halt mein ganzes Hauptgebiet, das ich haben wollte. Meine ganzen Söhne sind in ihren Erbschaften alle abgeklärt und erledigt. Meine ganzen Söhne haben jetzt Enkel haben jetzt Ansprüche darauf. Das heißt, ich habe jetzt einfach das Gleiche, was in Spanien passiert ist, mal eben spontan für das untere Gebiet auch provoziert und da wird niemals Frieden herrschen. Weil ich jetzt die ganzen Ansprüche in meine Dynastie verpackt habe. Du hast die Welt so viel schlechter gemacht. Ja.
Das ist ja schlimm. Und du sagst ja noch, ich habe damit nicht mal irgendeinen Schmerz. Nö, habe ich auch nicht. Das ist ja monströs. Ja. Muss ich jetzt eigentlich nur noch hier Burgund platt machen? Aquitanien? Wie viel Geld machst dann, du monatlich? Minus 17 gerade, weil ich alles ausgehoben habe. Wie viel machst du, wenn du nicht alles ausgehoben hast? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Es ist jetzt schon eine Stunde her, dass ich nicht alles ausgehoben hatte mit dem Kreuzzug. Aber weniger als du. Also ich habe ja, ich hatte ja nicht auch, hatte ja nie irgendwie die 4000 Überschuss oder sowas wie du. Dein Wohlstand ist deswegen unerreicht. Muss ich ehrlich sagen, ist mir das untere echt alles echt. Also ich will es gar nicht sagen, aber es ist mir egal, weil ich kann es mir einfach kaufen. Das ist ziemlich schlimm, Pia. Ich mach plus 54,8 Gewinn. Ich schaffe es nicht mehr, unter die 4000er Goldmarke zu gehen, egal wie viele Gebäude ich gleichzeitig hier in meinen Gebieten anklicke, um sie auszubauen, weil ich so viel Gewinn mache. Ich bin einfach reich. Ich bin mittlerweile auf halb so viel wie der Papst. Wenn wir so weitermachen, habe ich gleich bald gleich viel wie der Papst. Ich bin reich. Für meine Mode. Und wie du dich freust auch noch. Natürlich. Erstmal ein exotisches Fest mal gönnen. Dieses Reichtums. Ja. So, ihr aquitanischen Halunken. Kriegen wir euch doch hier noch, oder? Kommen wir da noch rein? Wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig, aber... Oder vielleicht könnte es sogar noch klappen. Könnte klappen. Ja, klappt, oder? Ah, einfach so hart gewebert, ey. Ja, komm. Und jetzt kommen die noch nach. Es wird zwar ein ziemliches Massaker hier. Das ist sogar die gegnerische Königin, die hier befiehlt. Vielleicht kriegen wir sie. Das P in FTP ja, steht für jetzt. Pia. Was heißt gewebert? Das heißt, ich habe nicht genau gelesen, was ich gedrückt habe und habe mal eben spontan irgendwie vier Königreiche abgegeben. Ja, das wichtigste Element des Weberns ist die Nähe zu Glorie und Triumph. Also ein einfacher Missklick, der eh nicht viel bedeutet, ist nicht ganz die Essenz der Sache, aber ein ganzes Königreich zu verschenken ist sehr relevant. In meinem Fall waren es 4 oder 5 Königreiche, die ich verschenkt habe. Nee, es war ein Königreich und es waren, warte mal, 4 Herzogtümer. So. Ja. Das ist wichtig. Also immer noch nicht ganz so schlimm wie bei mir. Das Original-Webern ging ja ums Heilige Römische Reich. Das war echt eine eigene Liga. Ja, ja. Das war echt eine eigene Liga. Das Heilige Römische Reich hat so alte Leute da auch drinnen. Das ist ultra schwierig, da irgendwie sich gut mit reinzusetzen in die Erbschaften. Das ist... Ich würde ja halt super gerne meine Töchter da irgendwie gut rein heiraten. Aber das ist ja quasi nicht möglich. Und Byzantien ist auch zu weit weg. Dem würde ich halt auch gerne... Irgendwie. Stimmt, nicht mal ich kann damit interagieren, obwohl ich noch die Inseln hier habe. Es reicht längst nicht weit genug. Oh, jetzt haben wir doch hier die Aquitania gleich mal am Sack. Wie läuft das denn? Ah, da unten ist Sizilien. Und ich könnte hier einen Anspruch kaufen für Saragossa.
Und dann kann ich mir Sarkusa holen und dann bin ich nah genug dran fürs Byzantische Reich, um dort meine Töchter reinzusetzen. Das wäre es fast wert, ne? Wer ist denn Herzog Peer von Aragorn? Ah, der ist bei dir eingesperrt. So, jetzt haben wir diesen Krieg auch noch gewonnen. Und damit können wir, glaube ich, beenden. Ein finales Fazit ziehen. Was meinst du? Auf jeden Fall. Du hast gewonnen heute. Du hast auch das Pech gehabt, dass dein Typ rollenspielmäßig einfach nicht ehrlich, so keusch und eigenwillig. Ja. So, der ist halt nicht böswillig. So. Wenn ich seinen Vater bekommen hätte, dann wäre das anders gewesen. Mit dem hätte ich noch schön religiösen Scheißdreck machen können, weil der religiöse Eiferer gewesen ist. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Oft geht blöd. Manchmal ist das halt so. Und du hast das famos runtergespielt. Ich meine, also die schlimmsten Missetaten, für die war ich ja nicht mal. Also die hätte ich mir ja schlimmer gar nicht ausdenken können. Wie mein also KI das, so. Was du da... Noch diese, ich finde, das mit Abstand Schlimmste, was du gemacht hast, war das, wie du mit dieser Engländerin umgegangen bist, ja, mit der englischen Königin. Und das war schon sehr bewusst. Ja, aber dass mein KI-Sohn, die derweil dann auch noch verführt hat, während ich ihn nicht gespielt habe, und ich übernehme ihn und will das ja sogar noch machen und fall aus allen Wolken, dass die KI schon voll eingestiegen ist auf meine Monstrositäten. Ja, die war schon vorbereitet. Ja, es ist ganz schlimm. Aber ich meine, letztlich haben wir doch jetzt eigentlich, also die Welt unterm Strich, also jetzt, das Protektorat wird jetzt, glaube ich, obwohl es aus viel Blut entstanden ist, jetzt durchaus, also mein Sohn, der ist großzügig, treuherzig, tapfer. Das ist, wenn der das erbt, wird er, glaube ich, ein anständiger Herrscher werden. Also aus der Niedertracht der Sanchos. Glaubst du das, dass der jetzt ein anständiger Herrscher wird? Natürlich, natürlich. Am Ende war es alles gut und hat die Welt sogar besser gemacht. So redest du dir das jetzt schön. Erfordert. Ja. Wie siehst du die Zukunft von deinem Reich, vom Reich der Mode? Wie würde es jetzt weitergehen, wenn wir noch weiterspielen würden? Ich glaube, bei mir ist echt ziemlich gemütlich gerade. Wir sind echt so, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass ich das Gebiet unten verloren habe. Es passt eigentlich ganz gut, weil ihm ging es ja einfach immer nur darum, die Muslime zurückzudrängen. Er hatte ja selber nicht so krasse kriegerische Ansprüche in dem Sinne. Aber ich glaube, der Sohn könnte potenziell kritisch werden. Der ist zwar maßvoll und sprunghaft und fleißig, aber er ist auch ein brillanter Stratege. Und ich glaube, ich würde meinen Fokus darauf legen, ein guter katholischer Kämpfer zu werden, der ja, noch ein paar Kreuzzüge und umsetzt. Mitglied. Nee, wobei, nee, ist der andere. Nee, das ist der, das ist der andere. Sohn. Ey, du musst dir meine Söhne allgemein mal anschauen, ne? Der Älteste ist einfach ein grundsätzlicher Mönch. Dann haben wir die Kaiserin von Franzien. Dann haben wir, gut, Ulrich wurde enterbt. Ulrich ist, über den reden wir nicht, über den Sohn, der wurde enterbt. Ah, der einzige in meiner Dynastie übrigens in dem Spielstand. Infant Pedro, das ist jetzt mein Erbe, das ist ein super guter Stratege, der ist großartig. Dann haben wir eine Nonne, dann haben wir hier einfach nur, ach, der Flayne ist gar kein Bishop mehr, der hat Mist gebaut. Der war auf jeden Fall Bishop dazwischen. Und der eine Dude da ist, ich weiß gar nicht, was der genau ist. Der ist Mönch, aber irgendwie trägt der so andalusische Söldnertruppkleidung. Der ist offensichtlich so ein Kampfmönch. Ich weiß nicht genau, was der macht. Ist ganz spannend. Bürgermeister-Lehrling. Ja. Ja, lustig. Und gute Familie, Constanza wird jetzt auf jeden Fall noch Königin von Wales. Die ist mit dem Prinz von Wales verlobt. Meine eine Enkelin ist mit, der wurde abgesetzt. Nee, von Eiljech da oben verlobt. Die andere wäre mit einem Dude von dir. Also die haben eigentlich alle schon recht gute Sachen. Ich muss nur aufhören, meine Familie weiterhin nach Franzien rein zu verloben. Weil da echt nur noch problematische Kinder bei rauskommen. Weil das einfach schon viel zu inzestiös ist. Ich habe so viele
Quer-Ehen mit Franzien geschlossen. Ich habe das Gefühl, in dem Kaiserreich von Franzien sitzen mehr schon meine Kinder als deren. Verstehe. Dankeschön, Skynet, ja, für die 18 Monate. Dankeschön. Danke, danke, danke. Aber ich meine, dann haben wir doch trotz allem eigentlich, also über die moralischen Vergehen auf dem Weg dahin redet ja hinterher auch niemand mehr. Du hast das gewonnen. Also du hast das eindeutig gewonnen. Und das ist ja auch das Ziel gewesen. Und ich finde, heute mit, also dieser Play mit dieser englischen Königin, der hat das heute außer Frage für dich gewonnen. Das, da gibt's nichts. Das ist einfach, da komme ich nicht gegen an. Das ist mit einer der schlimmsten Sachen, die ich in Crusader Kings gemacht habe. Ja. Ich musste immer noch Respekt zollen für deine allererste Herrscherin. Diese, wo ich dachte, ich bin voll gut dabei mit diesem gierigen Sack und sowas und du einfach, nee, ich bin halt eine kirchentreue Fürstin, die Jagd auf andere Fürstinnen macht, weil Frauen nicht herrschen dürfen. Da habe ich aber, okay, step up your game, dachte ich mir, okay, es muss mehr als gewöhnliche Schlechtigkeit her, wenn ich das hier gewinnen will. Deswegen, letztlich, ist dir gelungen. Du an allem schuld, was heute passiert ist. Ja, aber das ist ja toll. Dann bin ich ja stolz drauf, weil dann haben wir ja unser Ziel perfekt erledigt. Oh Gott, ich muss halt sagen, ich feiere das immer noch, dass ich das Haus der Mode gegründet habe. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und ich finde das total witzig, dass ich das heute rausgefunden habe, dass das geht. Wie geil. Ja, aber du immer noch nicht genau weißt, wie du es gemacht hast. Ne? Ich habe halt super viel Geld in die Mode quasi investiert in der Stadt. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass ich besonders viele Artefakte in die Richtung versucht habe zu bauen, habe ich dann irgendwann diesen Entscheid bekommen, dass ich quasi meine Mode absteppen kann. Und das war einfach so eine Entscheidung, die ich treffen konnte. Und das war eine gute Entscheidung. Absolut, absolut. Also ich fand vor allem einfach prinzipiell eine geile Art, Crusader Kings zu spielen, sich so eine Art von auch rollenspielartiger Herausforderung zu setzen. Ja. Die dich halt ein bisschen, und gleichzeitig aber eben auch so zu gucken, man macht es halt nicht nur als Spieler, sondern man guckt auch, was ist im Rahmen der Möglichkeiten der Charaktere. Ich fand es mega cool, so Crusader Kings zu spielen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Wir können uns ja mal Gedanken machen, was dann nach Immortal Empires vielleicht die nächste Kampagne in so eine Richtung wird. Ich bin ja immer noch dafür, da eine richtig gemoddete Crusader Kings 3-Reihe zu spielen. Zum Beispiel so mit den Vampiren oder Herr der Ringe oder irgendwas in die Richtung. Das stelle ich mir auch mega, mega cool vor. Das stimmt. Auf die Herr der Ringe-Mod hätte ich auch mal Bock. Oder vielleicht ist bis dahin die Game of Thrones-Mod. Oh, das wäre auch noch, das wäre noch geiler. Oh, ich möchte Haus Targaryen spielen. Weil Game of Thrones, finde ich, passt halt von allen Settings am besten zu Crusader Kings. Ja. Also natürlich. Sind die immer noch am Arbeiten dran? Weiß man da schon was? Nicht. Ob da was kommt? Ich habe es nicht auswendig im Kopf. Ich glaube, es wird eine entwickelt. Weiß das jemand, lieber Chat, ob das jemand, was da der Stand ist? Man würde irgendwie denken, das ist die erste Mod, die erscheint, ne, eigentlich. Hätte ich auch gedacht, das hat mich mega gewundert, dass das eben nicht so der Fall ist, tatsächlich. Sind am Arbeiten sehr eifrig. Ja, aber ich meine, ein bisschen haben wir jetzt ja eh noch Zeit, weil jetzt kommt erstmal Immortal Empires dazwischen. Und danach können wir mal schauen. Und natürlich an euch, lieber Chat, wenn ihr noch Ideen habt, schreibt sie uns sehr gerne auf den verschiedenen Kanälen. Pia und ich haben beide Discord-Server. Sonst auch gern einfach im Chat in die YouTube-Kommentare unter Pias Let's Plays, denn ihr hoffentlich abonniert ja alle die Shurioka-YouTube-Kanäle. Oder auf Twitter einfach oder sonst wo. Ne? Wir sind ja erreichbar, ist ja nicht wir so. Wir sind erreichbar. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, was noch ein toller Run für uns wäre, dann sagt uns das einfach. Ich sag dir jedenfalls vielen Dank, Pia, für eine der geilsten Crusader Kings Kampagnen, die ich bislang gespielt habe. Hey, danke schön. Ebenfalls. Das geht zurück. Das hat super viel Spaß gemacht.